So, das Auto aus der Werkstatt ist jetzt wieder weg. Es konnte dann doch noch fahren. Nimm doch schön ein Rätselheft mit. So ein Rätselheft für die Nachtschicht. Chips. So, das war's. I was worried we'd be stranded. Ich habe quasi das Lager vergrößert. Das ist noch freigeschaltet. Ich habe die Werkstatt verbessert. Kann jetzt auch Öl wechseln. Ich habe eine erste Angestellte. Und wir hatten hier erst einen Partybus zu bedienen. Das heißt, und der Partybus, der wird ja auch erst freigeschalten, wenn du die Bushaltestelle repariert hast. Ja, also wir sind ein bisschen vorwärts gekommen. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe vorgestern eine Stunde 20 Minuten für YouTube separat aufgenommen, weil ich gern weiterspielen wollte. Und sonst habt ihr aber alles gesehen. Sonst habe ich alles im Stream gespielt. Genau so, Susi. Man freut sich, dass man in seiner Freizeit arbeiten darf, indem man einen Simulator spielt. Ich bin nur mal gespannt, wie das mit dem Simulator hier weitergeht. Ich muss noch mehr Leute einstellen. Warte mal, es ist gerade jemand in der Werkstatt. War ich kurz, hier gibt's Geld. Ich mal auffüllen. Und davon habe ich auch was. Nur was fehlt ihrem Auto denn? Zwei von den teuren Reifen. Ich glaub's ja nicht. Was macht ihr denn immer mit euren Reifen? Gott hat gut gesch... Drei Reifen! Ach du, dann habe ich ja gleich wieder gar keine mehr. Gott hat gut geschlafen und er darf heute mal zu einer angenehmen Arbeitszeit arbeiten. Und nicht immer nur abends. Das ist so ein Patsy-Ding. Und noch ein Reifen, ey. Wenn der jetzt hier nicht mindestens 500 Geld gibt. Awesome. Ganz ehrlich, da waren die Reifen im Einkauf ja teurer. Danke für nix. Was genau macht Amelie gerade? Wofür ist sie eingestellt? Wo habe ich sie hingeschoben? Super. Soll sie nicht putzen? It's a bunch. Thank you.
Eis. Die Snacks und die Getränke sind bald aus. Vielleicht gucken wir bei den Snacks und Getränken nochmal, was die heute kosten. Super. Die Zeitung muss man nachfüllen. Zeitung geht aber gut. Wow, super. Ich habe tatsächlich einfach nichts mehr da. So, ich muss jetzt gucken, was der hier will. Ich habe nur noch einen Reifen. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Ich brauche zwei Reifen. Kann ich sie wieder wegschicken? No, no, no. Es tut mir leid, ich habe keine Reifen. Kommen sie morgen wieder. So, sie putzt. Wir füllen erstmal den Sprit auf, weil wir sind eine Tankstelle. Einfach mal alles, was hier gerade grün ist. Oh, ist zu viel, oder? Och Mann. Es sind wieder 10 drüber, aber irgendwas mit, wo nur 10 Stück drin sind, haben wir nicht. Ich muss mein Lager verbessern. Kraftstofflieferung. Okay. Super. Muss kurz den Hahn aufdrehen. Und ich muss kurz tanken. Ja. Moment doch. Die Schwämme kosten $95. Also im, weiß nicht, 20 Stück im Einkauf. Cool. Worried we'd be stranded.
Amelie hat's immer eilig. Aber wir kommen unserer Herausforderung voran. Und wir kriegen unser Trinkgeld. Jetzt muss ich wieder ganz viel Geld verdienen bis Mitternacht. Damit ich dann Reifen hoffentlich kaufen kann. Und zwar so viele, wie es geht. Wenn die Reifen einen guten Preis haben, dann ballern wir alles an Geld, alles, was wir haben, in die Reifen. Welche Herausforderung? Da rechts. Wir müssen 45 Autos betanken, wir müssen 100 Kunden bedienen, wir müssen 10 Autos reparieren und 40 Dollar Trinkgeld. Oder 40 Mal Trinkgeld. Ich weiß nicht, wie das zählt. Erhalten. Hallo Amelie, gehst du in die Pause? Alles klar. Mach das hier schon. Irgendwie schade, dass man das nicht angezeigt bekommt, ob die Mitarbeiter gerade in der Pause sind oder nicht. Wir kriegen jetzt eine Woche lang die alte Tageszeitung. Was bekommen wir dann? Wir können danach die Tankstelle aufrüsten. Wir haben ja hier... Wir müssen weitere Ziele abschließen und 1000 Geld bezahlen. Und dann können wir die Tankstelle verbessern. Ich könnte, wenn ich genug Geld habe, könnte ich die Werkstatt verbessern. Würde aber bedeuten, wir müssten noch mehr Autoteile einkaufen. Weil natürlich dann noch mehr Zeugs kaputt ist bei den Leuten. Und das Warenhaus können wir nicht verbessern, weil das Level der Tankstelle... noch zu niedrig ist. Hallo. Und ich glaube, du kannst Great job. Bis Level 5 alles aufrüsten. Zumindest gibt es, glaube ich, bis Level 5 Steam-Errungenschaften. Ich weiß nicht, ob es danach noch weitergeht. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist nur Level 5 Maximum. Dann kannst du ja noch mehr Parkplätze kaufen. Du kannst mehr Zapfsäulen kaufen. Kannst die Toiletten, glaube ich, noch ausbauen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also wir können hier noch einiges machen. Ich möchte hier auch gerne noch einiges machen. Ich hoffe nur, dass das Spiel nicht zu ermüdend wird, was den Stressfaktor angeht. Aber ich möchte auch nicht 10 Angestellte haben. Weil ich muss die ja dann auch alle bezahlen. Das kann ich aktuell noch nicht. Du kaufst alles zweimal. Weißt du das? Hast du eine Macke? Also so ein Tick? Dass du alles zweimal kaufen musst? Nicht mal, wenn ich hier Zeug eingekauft. So. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Also hier sind halt keine Toiletten drin. Komisch. Nein!
ist bald Mitternacht. Bitte, Chat, betet für mich mit, dass die Reifenpreise runtergehen. Sonst habe ich ein großes Problem. Popularität steigt. Wir haben vielleicht bald Level 6. Und ich glaube, Popularität geht bis auf Level 10. Maximal. Aber ich glaube, je höher du kommst, desto schwerwiegender sind Fehler. Pray for the Reifenweise. Ja, genau so, Behemoth. Genau so. Und das muss jetzt nur aus tiefster Seele mit einem Tanz um ein Lagerfeuer geschehen. Dann funktioniert das. Und an Werkstatt hat. Wir haben keine Reifen immer noch nicht. Oder es gibt Timeout. Ja, wirklich. Denn wir könnten rein theoretisch mal wieder die Müllabfuhr bestellen. Andererseits, also da verlässt du einmal den Laden. Liegt direkt Müll auf dem Boden. Es ist bald... Ja, weißt du, da fehlen wieder die richtigen Zigaretten. Herr Polizist, Sie wissen schon, dass Rauchen sowieso nicht gesund ist. How much do I owe you? Wo hat sie sich denn gerade die Zigaretten hingesteckt? Amelie macht gerade gar nichts mehr, oder? Steht das hier irgendwo? Nee, sie ist gerade im Leerlauf. Es ist Mitternacht. Die Preise sind neu ausgelost. How much do I owe you? Vielleicht dort nur die andere den Fisch hergeholt hat. Ich sitze hier für immer fest. Awesome. Bitte schön.
So, Reifenpreise. Okay, wir hauen jetzt. Wir bestellen jetzt. Es muss. Weil dann kann ich wenigstens auch wieder Autos reparieren. Und wir bekommen dementsprechend Geld. Ja, es ist für einen guten Zweck.